Ticket ist jetzt verfügbar. Das Feld an, P1. Carlos hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,6 Sekunden. Sie fahren mit neuen Medien. 6 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. 12 Runden noch. Auf den ersten Schlag und führt das Feld an. Verstappen liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Medien. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Es sind noch 10 Runden zu fahren.
Fenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Das Feld an, P1. Verstappen hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Medium. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich übernächste Runde. 8 Runden noch. Also, komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Der Stopp war langsamer als geplant, weil du zu spät eingebogen bist. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen.
das ist an der Box. Carlos ist an die Box gefahren. Carlos ist jetzt an der Box. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Platz und führst das Feld an. Verstappen liegt hinter dir. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 6,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 weichen Reifen. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Jetzt sind es noch 4 Runden. Ein paar Infos zu Magnussen. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Okay, alles klar. Das Feld an, P1, Verstappen hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 5,6 Sekunden. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Nur noch 2 Runden. Die nächste Runde ist die letzte. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens.
sogar 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Stefan, was hat heute den Unterschied gemacht? Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Auf jeden Fall Alexander Albon, kein Zweifel. Er hat heute eine Leistung gezeigt, die sein wachsendes Ansehen weiter stärken wird. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start.